Hallihallo, Hallöle und ein ganz herzliches Willkommen zurück zu Frenbo. Ich vermute mal, dass das jetzt die letzte Folge ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir sind jetzt im Kapitel 5, das Haus des Wahnsinns. Und mal gucken, was uns hier erwartet, ne? Tante Grace, bist du das? Mein Schatz, du bist endlich aufgewacht. Du bist zu Hause, Liebling. Bin ich? Wirklich? Das ist unglaublich. Bin so froh, dich zu sehen. Bitte umarme mich. Bald, mein Liebling. Und wo ist Mr. Midnight? Deine Katze? Naja, weißt du, er lief weg nach dem, was er getan hatte. Was? Er lief weg? Aber was hat er getan? Hä? Naja, deine Katze hat meine Schwester und deinen Vater getötet. Er ist ein Verräter. Das stimmt nicht. Es kann nicht stimmen. Er hat es nicht getan. Egal, ob es stimmt oder nicht. Am Ende braucht man immer einen Schuldigen, oder? Du kannst Mr. Midnight nicht in die Schuld geben. Er ist mein bester Freund. Es ist leichter, jemand anderes zu beschuldigen, als selbst Verantwortung zu übernehmen, oder? Ich übernehme immer die Verantwortung für meine Taten. Selbst wenn sie nicht so gut sind. Du bist ein gutes Mädchen. Ruh dich jetzt aus, Schatz. Das brauchst du. Aber Tante Grace, verlass mich nicht. Warum bin ich ans Bett gekettet? Weil deine Hände schlimme Dinge tun, wenn sie nicht gefesselt sind. Wovon redest du da? Mach mich sofort los. Ich muss Mr. Midnight finden. Kleine, kleine, süße Fran, sorg dich nicht um die Lügen. Die Wahrheitssuchenden werden immer sterben, weil sich das Böse niemals versteckt. Kleine, kleine, süße Fran, geh ins Bett und schlafe gut. Und vergiss den Schmerz in deinem Geist. Du wurdest auserwählt zu leiden, zu weinen und zu hassen. Aber die Dunkelheit will dich von aller Schande befreien. Schlaf gut, Fran, mein Schatz. Bam. Was? Nein, lass mich nicht hier zurück, Tante Grace. Komm bitte zurück. Warum verhält sie sich so komisch? Warum gibt sie Mr. Midnight die Schuld? Mein Kätzchen kann meine Eltern nicht getötet haben. Seine Krallen sind so klein und weich. Ich hoffe, es geht ihm gut. Aber was soll ich jetzt tun? Tick, tack, tick, tack. Verrücktes Geräusch. Hör niemals auf. Wenn ich so darüber nachdenke, der Uhrmacher sagte etwas von einer geschichteten Realität. Ah, vielleicht ist es noch eine Version von mir hier in einer anderen Zeit. Oder vielleicht spinne ich auch. Aber wenn es wahr ist, wie kann ich sie dann kontaktieren? Dr. Dan sagte, dass alles in meinem Kopf ist. Das kann ich nicht benutzen. Das klappt nicht, huh? Die Schwestern haben mich immer ins Bett gefesselt. Ich kann mich nicht erinnern, die Tür weggetan zu haben. Das? Ja, klappt nicht. Aber das vielleicht klappt nicht. Oh, ich liebe diesen Comic. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Und der Wind fegte all den magischen Staub fort. Oh, hallo! Was macht man in meinem Bett? Bist du krank? Dein Bett? Das ist mein Bett. Und nein, ich bin nicht krank. Du bist angekettet. Bist du ein Hund? Warte, kenne ich dich? Ich bin kein Hund und ja, ich bin angekettet. Kannst du mich losmachen? Wow, du bist, ich? Das bist du wirklich? Glaubst du, das heißt, dass ich es geschafft habe, die Ultra-Realität zu betreten? Hast du schon Edward getroffen? Er redet immer davon. Ja, ich habe ihn schon getroffen, aber seit dem Unfall habe ich ihn nicht gesehen. Du hattest einen Unfall? Dann bist du ja kaputt. Ich bin nicht kaputt. Warum sagst du sowas? Denk mal darüber nach. Der einzige Weg in die Ultrarealität ist, die Augen und Ohren kaputt zu machen. Die physikalischen Grenzen kaputt zu machen. Das klingt extrem. Glaubst du, ich bin tot? Nein, ganz und gar nicht. Sag mir, dass Sterben doch ein Geisteszustand sei. Sie? Wer sind sie? Alle Wesen, die wir sehen. Die Schwarzen, die Weißen. Weißt du, warum wir diese Dinge sehen? Ja, ein Mann namens Leon hat mich einmal besucht und mir alles erklärt. Wo kannst du mir denn sagen, warum wir diese Dinge sehen, die wir sehen?
Wie wäre es, wenn ich dir erst die Handschellen öffne, dann reden wir. Gute Idee, ich muss noch Mr. Midnight finden. Ich glaube, er ist in Gefahr. Tante Grace gibt ihm die Schuld am Tod unserer Eltern. Wer ist Mr. Midnight? Was? Das ist unser Kätzchen, weißt du, unser bester Freund. Ich habe keine Katze. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Wie dem auch sei. Mal sehen, ob ich dich befreien kann. Zufälligerweise sammle ich Schlüssel. Ich bin gleich wieder da. Ach, guck mal, jetzt sind wir sie, okay. Große, große Teddy, der große, große Monsterfrist. Okay. Hallo, Dr. Oswald. Shit ist wütend auf mich. Da sind Hosen und sie können vom Wesen mit zwei Beinen getragen werden. Okay. Ah, diese Jacke. Oh, mein gelbes Kleid ist hübsch. Das habe ich nach meiner Reise mit Edward und Palantras gemacht. Eine blaue und eine weiße Decke. Stifte und überall lächelnde Gesichter drauf zu malen. Ich möchte gar nicht malen. Und du hast von meiner Kleidung für Aufführungen. Aha! Meine Schlüssellammung. Ich hoffe, ich kann die andere Fran jetzt befreien. Mit der Tüte? Also mit der Puppe? Hast du schlimme Dinge getan? Schauen wir mal, welcher Schlüssel? Passt nicht, versuch meinen anderen. Aha, aufgeschlossen. Danke sehr, Fran. Du hast wirklich viele Schlüssel da drin. Ja, du nicht? Oh, Fran, bevor ich es vergesse. Palantras hat mir gesagt, dass ich dir das hier geben soll, wenn wir uns jemals wieder treffen sollten. Hier, ich glaube, das hilft dir, etwas zu öffnen. Palantras, du kennst ihn auch? Wow, danke. Ja, er hat mir auch gesagt, dass du bereit wärst für das, was kommt, wenn wir uns treffen. Was? Bereit für was? Sag es mir. Oh nein, ich kann nicht. Sie kommt. Sei still. Komm schon, Fran, du musst jetzt den Doktor sehen. Hatten sie nicht gesehen? Nein, geh nicht, kleine Fran, wir haben Dinge zu besprechen. Die Krankenschwester ist eine böse, böse, böse Krankenschwester. Sie hat in der Zeitung über mich gelogen. Egal, ich muss das Monster finden. Es hat bestimmt Mr. Midnight mitgenommen. Aber niemand nimmt mir mein Kätzchen weg. Niemand. Jetzt möchte... Oje, oje. Erstmal das untersuchen. Die kleine goldene Kiste hatte es schwer. All die Schreie und die Popel machten mich verrückt. Ich drückte ihm an den Ohren erst zweimal links, dann einmal rechts. Ich reibe sein eigenziges Auge zweimal, um zu sehen, ob es Tränen gibt. Ich nehme ihm beim linken Ohr und schreie, hör auf zu weinen, du kleine goldene Kiste. Drück dein Auge nochmal und öffne die Tür. Also, wir müssen... Einmal links, linkes Ohr. Einmal rechtes Ohr. Zweimal Auge. Noch einmal Auge drücken. Das habe ich bis dahin bestimmt im Video vergessen. So, hier ist das Untersuchen. Also, linkes Ohr. Ah, rechtes Ohr. Zweimal Auge. Linkes Ohr. Einmal Auge. Ich? Linkes Ohr. Rechtes
einmal Auge. Einmal linkes Ohr. Und einmal Auge. Kann ich nichts machen. Also. Meine grüne Kiste hat es schwer. All die Schreie und die Brüllen machten mich verrückt. Ich drücke ihn an den Ohren. Erst zweimal links. Und einmal rechts. Ich habe sein einziges Auge zweimal, um zu sehen, ob es Tränen gibt. Ich nehme ihm beim linken Ohr und schreie, um zu weinen. Die kleine goldene Kiste drückt die Augen nach oben. Dann öffne die Tür. Okay. Also, zweimal linkes Ohr. Einmal rechtes Ohr. Zweimal Auge. Zweimal linkes Ohr. Einmal Auge. Oh mein Gott, sie ist offen. Ich bin toll. Was ist das? Mabuka, Mabuka. Wach auf, Mutter Mabuka. Das gehörnte Kind spielt mit dem Licht. Die Walokas sind wütend und leuchten zu hell. Mutter Mabuka, wach auf. Wach auf und gib das Kind auf, bevor die Dunkelheit in den Händen des Lichts endet. Mabuka muss aufwachen. Bauen wir die Ekok-Uhr. Auf dem Rücken der großen Katze. Zu stark sind die Blasen und zu hell ist das Licht, schrie sie. Ich, Mabuka, die Mutter der Dunkelheit, werde mein Herz öffnen. Bitte nehmt ein kleines, gehörntes, böses Kind und macht die Lichter aus. Ach, hiervon habe ich mal lieber wieder ein Foto gemacht. Weil, wie gesagt, ich denke mir, dass ich mir das sonst nicht merken kann. Ekok-Uhr. Ich glaube, ich muss Mabuka aufwecken. Ja. Weil jetzt können wir uns hier in Ruhe umgucken. Ich liebe dieses Bild von Mr. Midnight. Er sieht so verwirrt aus. Mama und ich haben an diesem Tag Sandwiches gegessen. Dürfte, Zwergin, Teddy, Ballerina, ja, alles an Ort und Stelle. Ja. Dieser hier ist Albert und er mag relative Dinge. Ich behalte das kleine Klavier, um schöne Melodien zu spielen. Aha, okay, ich kann die Dinge hier durcheinander bringen, okay. Aha. Ja, da ist etwas. Ich habe das Papier abgerissen. Meine Mutter malte diese Blume. Ich trinke nicht so gerne Marmelade, dann krummelt mein Bauch so. Ich habe das Gemälde aus dem Puppenhaus eines Freundes geklaut. Die Tür zum Puppenhaus. Das ist Tesla, er spielt gerne mit Energie. Stimmt. Es ist bequem zu denken, dass alles relativ ist. Habe ich nie wieder zum Spielen eingeladen. Ich habe die Königin aus dem Spielkart meines Vaters gerettet. Ich habe keine Ahnung. Okay, das gucken wir uns später an. Das habe ich gemalt. Das sind mein Kätzchen und ich. Wir liegen auf dem Gras und schauen in den Himmel. Und ich singe Mr. Midnight auch Lieder vor. Die Zeit von der Kuckucksuhr. Die Kuckucksuhr zeigt die Zeit anders an. Wenn man auf einer Stelle steht, wird man nie alt. Mr. Midnights Bett. Oh, ich kann ihn fast schnurren hören. Oh, das ist komisch, das Bett ist noch ein bisschen warm. Das heißt, er war vor nicht allzu langer Zeit hier. Guck an, Luftballon. Langsam vielen Farben.
Eine Butterbrotdose, die könnte ich noch brauchen. Hallo, guck mich nicht so an. Ich nehme meinen Schlafsack, wenn ich Mr. Midnight gefunden habe. Meine kleine Socke für meinen kleinen Fuß. Nur ein normaler Schal, der macht, was normale Schals so machen. Ein hübsches Pfirsichkleid für sonnige Tage. Der Mantel für windige und kalte Tage. Das Sommerkleid, es hat einen großen Knopf. Frühling wahrscheinlich, ne? Ein Sommerhut. Er passt mir nicht mehr, mein Kopf ist zu groß. Ich glaube überhaupt nicht daran, dass man das Meer in der Muschel hört. Ich benutze diesen Spiegel, um mein wunderschönes Gesicht zu sehen. Ah, das ist Alice aus der Schule. Wir spielen gerne zusammen. Alice im Wunderland, ja? Sie erzählte mir Geschichten von einem Land, das sie manchmal besucht, ja. Wir haben so viel Spaß, uns zusammen Dinge auszudenken. Hi, da sind überall Katzenhaare dran. Daran lecke ich nicht. Nein, da hinten die Schachtel. Katzen halt. Viele Süßigkeiten im Glas. Pippi? Die große Puppe, die Papi und ich gemeinsam gebaut haben. Die Töff-Töff-Eisenbahn zu fahren ist super toll. Der Nussknacker steht Wache. Kann ich rausgucken? Ja. Ein Kamal. Diese Kreaturen. Hier gefällt mir das besser. So. Dann gucken wir mal. Butterbrotdose können wir gebrauchen. Ich möchte erstmal das hier kombinieren damit. Ja, hier jetzt aufmachen. Hast du ein großes Auge? Was guckst du dir an? Guckst du dir mein schönes Gesicht an? Kenn ich dich? Du kommst mir bekannt vor. Hallo, lebt hier jemand? Die 103. Ih, ganz blutig. Tür 104 aufmachen, bitte. 105 natürlich abgeschlossen. Aber irgendeinen Schlüssel haben wir jetzt gefunden. Ah, das ist nicht der richtige Schlüssel. Er ist zu groß. 103? Der Schlüssel passt nicht. 104? Ich kann die Tür nicht aufschließen. Das ist der falsche Schlüssel. 105? Das ist der richtige Schlüssel. Hier ist noch ein Schlüssel. Ich glaube, das ist nicht angemessen. Entschuldigung, aber ich brauche diesen Schlüssel. Ich möchte viele Türen öffnen. Sag deinem Freund, er soll nett sein und den Mund öffnen. Das wird er nicht. Tut er nie. Außerdem sind seine Zähne versteckt. Es wird schwer, den Schlüssel zu nehmen, ohne dass er es merkt. Versteckte Zähne, verstehe. Mal gucken, wie ich an den Schlüssel komme. Und wer bist du, wenn ich fragen darf? Nun, ich bin Fran. Schön, dich kennenzulernen, Fran. Ich bin Roberto. Willkommen in Mabukas Hütte. Mabuka? Wer ist Mabuka? Nicht, wer du weißt nicht, wer Mabuka ist? Nicht? Geh jetzt. Geh einfach. Aber Roberto, ich war noch nie hier. Verurteile mich nicht, weil ich es nicht weiß. Sag mir lieber, wer Mabuka ist, dann weiß ich es. Okay. Mabuka ist die Mutter der Dunkelheit. Die dunkelste Dunkelheit. Das Ende des Lichts. Mabuka ist die Mutter aller Kreaturen der fünften Realität. Was bin ich in der fünften Realität? Ich dachte, Remor wäre hier König. Ah, Remor, der schreckliche Schwarze, der Sohn der Dunkelheit. Niemand mag ihn sehr. Du solltest jetzt gehen. Ich habe genug gesagt. Okay, ich komme eh später wieder. Ich brauche den Schlüssel. Stimmt. Ein kleines Haus. Oh, eine kleine Nachricht in der Tasche. Ein kleines Haus? Oh, verstehe. Ich auch.
Wären wir auf so einem Mitternachtszirkus irgendwie. Edward hat seinen Hut vergessen. Oder der Hut hat ihn vergessen. Oder vielleicht kann der Hut nicht ohne Kopf existieren oder umgekehrt. Das heißt, dass nichts echt ist. Wow. Sind das Edwards Klamotten? Aber wo ist er dann? Dein Haus wäre hier. Damit? Ah ja. Aha, ein Schlüssel. Ich wette, der öffnet irgendwas. Ja, das machen Schlüssel in der Regel. Nein. Damit. Oh ja. Okay. Schön hier. Ah, so macht man das Licht an, okay. Einbrecher, Eindringling. Warum kommst du hier herein, ohne dich vorzustellen? Ich bin Okula, das Auge von außerhalb. Sieh ja meine Schönheit. Schön. Oh, tut mir leid, du bist aber ein großes Auge. Du siehst bestimmt sehr gut. Ich sehe alles und nicht weniger. Alles? Kannst du meine Katze sehen? Deine Katze? Wie kannst du eine Katze besitzen? Bist du königlich? Königin? Prinzessin? Nein, ich besitze ihn nicht. Wir haben eine Beziehung, wir sind Freunde. Freunde, wie nett. Aber ja, ich habe heute eine Katze gesehen. Schrie in einem Käfig nach Hilfe. Der Besitzer des Käfigs betrat Mabukas Untergrund. Sie ist noch immer unten im Käfig. Kannst du die Katze beschreiben? Große gelbe Augen, rosa Nase, sehr dunkles Fell, schwarz, wie die tiefste Nacht. Es ist er, mein Freund, Mr. Midnight. Ich muss los ihn finden. Aber Mabuka schläft. Sie zu wecken kann in einer Schande enden. Ich habe keine Angst vor ihr. Nun, nimm dir, was du brauchst, aus meinem Haus. Du bist mutig und Mut respektiere ich sehr. Danke, Okula. Ich bin übrigens Fran, wir sehen uns. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, ich merke, wir sind doch noch nicht bei der letzten Folge angekommen. Das Kapitel ist doch länger, als ich gedacht hätte. Ja, dann gucken wir mal, ne, wie das denn nächste Folge so läuft. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und ich sage Tschüss.